Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2 mit unseren kleinen Asura Nekromanten. Und heute geht's weiter, beziehungsweise ich bin eigentlich der Meinung, wir werden heute die Prisbaren Wildnis fertig machen. Uns fehlt jetzt nur noch eine kleine Sehenswürdigkeit, ein Panorama und eine Heldenherausforderung. Und ich habe schon mal geschaut, Heldenherausforderung und Panorama sind hier unten beide aufgedeckt. Und dann wäre meine Vermutung, dass eventuell hier in diesem Toxalsumpf, in diesem Bereich, irgendwo diese kleine Sehenswürdigkeit noch schlummert. Und dann wären wir mit diesem Gebiet fertig. Und dann wäre als nächstes Kryta dran, bin ich der Meinung, wenn wir jetzt mal rauszoomen, beziehungsweise gucken, gehen wir dann hier oben durch die Wendungsstufen nach durch und würden eventuell dann in Kryta das Questen weitermachen, beziehungsweise fortsetzen. Okay, lange jetzt schon geplant. Und jetzt gucken wir mal, wo müssen wir jetzt überhaupt drunter hüpfen. Ich möchte ganz gerne in diese Richtung, genau, danke. Hopp. Gleiten einmal schön elegant nach unten. Und haben dann bald schon unser nächstes Gebiet safe. Geht mit kleinen Schritten voran. Aber das Schöne ist ja, was ich jedes Mal sage, wir rücken unserer persönlichen Geschichte, unserer zweiten, sage ich mal, Chronik, immer näher. Und ich freue mich schon tierisch drauf, was uns da erwartet. Aber erstmal haben wir hier noch ein bisschen zu tun. Von wem stammen die Druidenstatuen? Ihr habt wohl nicht richtig geforscht, was? Nur das ist von den Druiden noch übrig. Von denen, die blieben? Ich verstehe, warum die anderen weg sind. Okay, danke für die kleine Info. Wollte ich eben mal kurz mit anhören. Huch, hier geht's nicht weiter. Einmal schön verlaufen hier. Ach, da hinten geht's durch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es kommt davon. Was ist das denn? Helft dem Baumgeist, zu seiner Hülle zurückzukehren und vertreibt die Hylex. Haben wir das schon mal gemacht? Ich glaube nicht, ne? Stufe 24. Komm, das nehmen wir mit. Es gibt EP. Ich weiß gar nicht, ob unsere Begleiter jetzt am Start sind, wenn ich jetzt einmal darunter geglitten bin. Da ist schon ein Spieler down. Wir sind da, wir sind da, wir sind da. Unsere Begleiter ist natürlich nicht da. Ich gucke mal ganz kurz, dass ich dem Spieler da hinten helfe. So, wir müssen einmal unsere Begleiter rufen. Und was ich ganz vergessen habe, ist... Ja, genau. Was ich ganz vergessen habe, wo stirbt... Was macht der denn? Okay, was ich ganz vergessen habe, und zwar habe ich eine neue Fähigkeit in unsere Leiste reingelegt. Die Spektralrüstung erhaltet Lebenskraft, wenn ihr Schaden erleidet. Die geht 8 Sekunden. Ja, müssen wir mal gucken. Aktivieren wir einfach mal, wenn ein bisschen mehr Damage reinkommt, kriegt man so eine kleine Rüstung. Wo ist er denn jetzt hin? Da hinten ist er hin. Und dann gibt es ein paar Lebenspunkte zurück. Ich glaube 145, können wir gleich mal gucken. 175 das momentan. Also finde ich eigentlich mal eine willkommene Abwechslung. Normalerweise haben wir es ja das andere Siegel drin gehabt, dass ja diese aktive Fähigkeit oder passive Fähigkeit hat, dass wir ein bisschen schneller laufen. Und diese aktive, je nachdem wie viele Gegner wir angecastet haben oder Trefferpunkte verursacht haben, so ein bisschen Lebenspunkte zurückkriegen, habe ich sonst... Ja, klar. Gerne doch. Probieren wir einfach mal aus. Hat jetzt 5 Fertigkeitspunkte gekostet. Sound ein bisschen laut hier, merke ich gerade. Drückt ja richtig in Ohren. Auf jeden Fall wollte ich mal ein bisschen ein paar andere Sachen ausprobieren. Mit diesem Sandwurm oder was das ist, bin ich mir noch nicht schlüssig, weil da steht halt, er kämpft halt an Ort und Stelle. Und das heißt, wenn ich jetzt in Bewegung wäre und würde jetzt irgendwie den Kampf verlagern, sage ich mal, und dieses Würmchen würde dann da einfach bleiben, wäre mir nicht mitgeholfen, bin ich ehrlich. Und deswegen bin ich dann noch ein bisschen am Überlegen, ob ich das aktiviere, beziehungsweise ob ich diesen Begleiter freischalte. Weiß ich noch nicht ganz. Gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Gucken, wo rennt denn eigentlich hin? Müssen wir dann hin? Gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Okay, da oben müssen wir hin. Und wenn er dann da hingeht, da spielt er noch mit hier mit dem Wurmjungen. Ja, die Hylex sind ja schon ein bisschen aggro unterwegs. So, jetzt ist das Sound zu leise. Na, irgendwann finde ich schon das nötige Mittelmaß. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn ich das gerade da oben sehe, das Bäumchen, bin ich der Meinung, dass das noch ein Folge-Event gibt. Also kann sein, dass wir da gleich noch instant weitermachen werden. Ja, genau. Schauen wir mal. Da ist noch ein Raptor.
Da oben warten sie schon, oder was? Werden sie schon freudig empfangen hier. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Irgendwie stirbt ja alles ringsrum. Aber die Baumhülle kommt nicht, beziehungsweise der Baumgeist kommt nicht weiter zu seiner Hülle. Aber er ist auch mehr so der Gemütliche. Lässt sich da viel Zeit. Oder stehen hier nochmal AFK rum? Man weiß es nicht. Das ist ja seine Baumhülle hier. Armini-Besetzer. Kann sein, dass hier unsere nächsten Gegner sein werden. Schöner Ausblick von hier oben. Sieht schön aus. Was ich immer noch nicht geschafft habe, ist, um mal ein bisschen neue Ausrüstung zu besorgen. Irgendwie bin ich so vom Gefühl der Meinung immer, ja, es findet sich schon was und ist ja jetzt auch nicht so essentiell, die Rüstung. Vielleicht ein bisschen mehr die Skillpunkte vergeben, etc. pp. Dass es wichtiger ist. Was macht er denn da? Ja, er ist ein bisschen aggro unterwegs da. Ein bisschen auf Sturm. Wusste ich es doch. Irgendwie kam mir das bekannt vor. So, je nachdem wie viel man besiegt, umso mehr geht die Prozentzahl nach unten. Geht mal hin, sind wir ein paar Spieler hier. Umso schneller müsste der ganze Spaß gehen. Damit wir ihn hier seine Hülle wiedergeben kann. Ja, wir sind ja schon dabei, dauert halt ein bisschen. Also geht ja nicht alles hier von jetzt auf gleich. Die werden sich halt auch ein bisschen. So, einmal hier rumlaufen, damit wir auch was sehen. Nee, nur weil du da so ein Netz schmeißt, heißt, oh, ich bin gefesselt. Na, wow. Heißt noch lange nicht, dass du hier gewinnst. Oder Kars ging daneben. Schon die ganze Zeit überlegen, oh, Heiligbezwinger, jawohl, 500, welchen Begleiter man für den Wurm eventuell ersetzen könnte. Ich habe euch geschlagen. Ihr wisst es nun nicht. Wenn man ihn auswählen würde, weil die alle drei haben ja so ein bisschen so kleine Fähigkeiten und sind halt beweglich, aber naja, halt so ein bisschen Gedankenspiele, sage ich mal so. Gehen aber langsam runter. 44%. Naja. Was war das denn? Okay. Ich dachte, ich wäre wieder irgendwie gefesselt geworden. Echt? Das lachen sie jetzt schon aus oder was? Wie geht's aber los? Geht doch einfach. Lass doch hier dem Baumgeist seine Hülle. Kann jeder seines Weges gehen, aber nein. Muss er hier auf Aggro sein. Warum man nicht einfach unter der Hülle drunter laufen und immer außen rum gehe, das weiß ich auch noch nicht. Hallo? Und die mag. Nee, das sind die gar nicht. Da gibt's die tollen, die das Gift spucken, ja, so wie müsste er gewesen sein, ne? Vergiftet, ja. Die mag ich besonders. So, komm du. 18% noch. Dann sind wir mit den Event hier auch durch. Wow, das ist ein Mölle. Ja, das sah. Die Grafik, die Animation. Animation ist anschicht. Die Animation sah sehr toll aus. Aber schön dafür, dass hier der übelste Kampf herrscht. So gediegene Musik im Hintergrund. Bisschen zum Entspannen. 2% noch. Das ist der letzte jetzt hier. Komm her. Nicht weglaufen.
Event fertig, helft dem Baumgeist seine Hülle zu finden. Haben wir fertig und wir haben Stufenaufstieg. Ich dachte erst, ein Herzig ist fertig, waren gerade kurzzeitig verwirrt. Wir kriegen 6 Heldenpunkte und Todesstöße haben wir freigeschalten. Haben dann noch einen Rucksacktrageriemen der Vorbereitung, wo man eine... Sehr gerne doch. Man hilft, wo man kann. Mach's gut. Das sieht ja schön aus. Schöne Blümchen hier. Hier an dir liegen sie tot. Naja, das müssen wir ja nicht beachten. Also wie gesagt, wir kriegen einen Rucksack. Trageriemen der Vorbereitung mit 1 Kraft. Die werden wir gleich ausrüsten. Und eine winzige Handwerkstasche. Nehmen wir mit. Mit Stufe 27 kriegen wir 8 Heldenpunkte. Danach kommt persönliche Kapitel Stufe 3. Ich habe Stufe 2 gesagt. Ja, Stufe 3 sind wir ja schon. Ganz vergesslich. So, rüsten wir das einmal aus und machen wir mal ein bisschen was kaputt, bevor wir nämlich dann später noch Platzprobleme kriegen. Das können wir noch behalten. Ja, komm, das behalten wir nochmal, das können wir so lange reinstecken. Ein bisschen Platz haben wir ja noch. Das heißt, jetzt setzen wir unseren eigentlichen Plan um. Wir gehen jetzt in Richtung Panorama, Heldenherausforderung und Sehenswürdigkeit, um das Gebiet jetzt hier mal mit 100% abzuschließen. Bin ich da drauf gekommen? Zweites Kapitel. Wir sind ja schon 24 bzw. 25 gewesen. Naja, kann ja mal passieren. Im Eifer des Gefechts. So, kommen wir jetzt hier durch. Ich meine, wir waren ja vorhin schon im Lager drin. Hier einmal jetzt durchreiten. Schwuppdiwupp. Dann haben wir hier lang. So. Elegant vorbeigehüpft. Steuerpult. Ja, da war ja was. Schöne Quest. Die Blumen sieht auch schön aus. Sagte er und lief von den Stein. So, da oben haben wir die Heldenherausforderung und irgendwo kommen wir dann zum Panorama. Lasst uns in Ruhe. Wir tun euch nichts, ihr tut uns nichts und schon passt das. So, wo soll denn hier das Panorama sein? Ich hätte ganz gerne erst das Panorama. Nicht, dass ich irgendwo hoch runterhüpfen muss und dann war's das. Wo ist es denn? Panorama? Ach, guck mal, hier ist ein Pilzchen. Oh ja. So ganz klein mit kleinen Füßen hier ein bisschen rumhüpfen. Das mag ich. Oh, ich sehe überhaupt nichts. Aber wir haben es. Ja, wir haben es geschafft. Okay. Okay, hier ist ein bisschen der Ausblick. Einer schönen Wurzel mit einem kleinen Wasserfall im Hintergrund. Sehr schön gemacht. Und nochmal. Dieser Pflanze hier im Vordergrund. Dann gucken wir, ob wir jetzt hier elegant runterkleiden können. Wir sind bei 96%, ob ich hier auf die Heldenherausforderung denn nicht aufklatsche. So. Okay, kommunizieren. Der Steinkreis von Denravi, einst in Ruinen der Maguma-Dschungels, ein heiliger Ort, ist schon lange dem Ruin anheimgefallen. Diejenigen, die diesen mystischen Ort aufsuchen, fühlen die Zeitalter der Ehrfurcht und Macht, mit dem die Erde infundiert ist. Halt mit diesem Ort der Macht Zwiesprache. Super, haben wir das auch fertig. Dann geht es jetzt noch in diese Ecke, wo wir gesagt haben, oder beziehungsweise wo ich gesagt habe, wo ich vermute, dass da eine Sehenswürdigkeit ist, weil wir diesen Toxal-Sumpf da nicht richtig aufgedeckt hatten. Wir waren ja nur für die eine Heldenherausforderung hier drin und sind dann umgedreht. Gucken wir mal. Ich hoffe sehr, dass ich da recht habe. Hier geht es auf jeden Fall rein. Da liegt ein totes Spiel. Spieler, was denn jetzt? Wow. Hä? Ich bin nach unten gefallen? Soll das so sein? Fragezeichen. Also wir können tauchen. Wir können sehr tief tauchen. Das ist sehr schön. Die Frage ist, komme ich hier jemals wieder hoch? Oh, das sieht ja schön aus hier. Das steht alles in der Luft. Komm, wir probieren mal hier hoch zu gehen. Wir kommen ja auch nicht hoch. Ja, okay. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir uns hoffentlich jetzt hier irgendwo... Jetzt ist hier auch noch ein Kampf ausgebrochen. Das heißt, ich komme jetzt gar nicht mehr durch. Wir müssen eventuell jetzt den Kampf mitmachen. Da oben wird angegriffen. Das ist ja sehr schön.
Wir müssen uns zu der Ultra-Meta-Magikale porten. Ich hoffe, das geht. Dann runterreiten, das Event mitmachen und dann müssten die Ranken eventuell öffnen, ihre Tore öffnen. Sehr schön, habe ich auch noch nicht gehabt. Einfach mal durchgefallen. Und ich war gerade ein bisschen sprachlos, als der Kleine so im freien Fall war und ich dachte mir, was macht denn jetzt? Habe ich da irgendwie ein Loch übersehen oder irgendwas? Aber ich glaube, dafür kann ich nichts. Dieser ist unschuldig. Aber Vermutung war richtig. Wir haben da die Sehenswürdigkeit. Bloß die Frage ist halt, oder die Sache ist halt, wir kommen wahrscheinlich nicht ran. Und wenn andere Spieler nicht mitmachen, wird dieses Unterfangen beseitigt alle Questur-Handlager in was für Laboratorien? Nee, das ist das aber nicht, oder? Tötet die Dschungeldiener. Ist das das? Dschungelranke. Auch Stufe 26. Wow. Muss ein bisschen aufpassen. Es leckt auch ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Ja, Vorsicht zur Mutter der Porzellankiste. Mit den Ranken bin ich immer so auf Kriegsfahrt. Jawohl, genau. Die hauen nämlich mal übelst Damage raus. Und der Kleine, ja, guckt dann ein bisschen blöd aus der Wäsche hier. Ist natürlich auch toll, dass ich überhaupt kein. Oh, ich bin gefreezed, ich bin gefreezed, ich bin gefreezed. Ich kann mich nicht bewegen. Dankeschön. Ich habe die Gestalt ge gewechselt und bin einfach mal trotzdem in der Gestalt. Wow. Ganz ruhig. Tötet die Dschungeldiener. Den Einpass müssen wir noch befreien. Ich hoffe, der wird jetzt unten gespielt. Wollen wir hier warten? Ich weiß gar nicht. Was haben wir da? Truppen der Seraphen arbeiten hat daran, die Ranken auszumerzen und den Pass nach Wildwurzeln blockieren. Bergpässe befreit 1 von 2. Ja, wenn ich jetzt darüber renne, wahrscheinlich ist danach offen, oder? Wir haben ja nicht die tollen Fähigkeiten, dass wir irgendwie fliegen können oder irgendwas oder immer einen Berg hüpfen können. Na komm, wir probieren mal unser Glück. Das heißt, wir wollen ja auch ein bisschen was tun hier für das Event. So, genau. Und dies, ja, genau. Ja. Ach, wie ich die Ranken liebe. Die Musik ist auch ein bisschen leiser geworden. Wir möchten eigentlich nur hier durch. Muss ja irgendwie möglich sein. Aber noch die beiden Ranken müssen wir es haben. Oder auch nicht. Da ist ja noch einer. Welches Monster? Veteranen-Dschungelranke. Wow. Oh, viel AOE. Oh, der droppt auch nicht so gut. Gehen wir mal in unsere schöne Gestalt hier. Da ist schon der erste Spieler down. Na, jetzt geht's auch gut. Nee, nee, geh weg. Ich hoffe doch, dass er gesäubert wird. So, und jetzt? Wow. Wir müssen nur noch ein bisschen durchhalten. Hä? Einfach mal zurückgeschleudert wurden. Meine Begleiter hängen jetzt an den Ranken fest. Nochmal Dschungeldiener töten. Ja, super, ne? Ist natürlich jetzt ohne Begleiter für mich ein bisschen komisch. Aber kriegen wir auch hin. Weil diese blöden AOE. Habe ich keine Lust drauf. Ja, wir sind ja schon dabei. Ich weiß nicht, ob das auf beiden Seiten gemacht werden muss.
Ein grünes Stinkhorn. Gilt das nur für die Seite? Ich hoffe doch. Meine Begleiter da so schön. Ach ja. Wir gucken das mal von der Ferne an. Ihr macht das schon. Da ist noch einer. Was man nicht alles macht wegen einer Sehenswürdigkeit, ne? Ich meine, so geht die Zeit auch rum. Ich habe mir gedacht... Ziehen Sie hier zurück, aber am anderen Durchgang scheinen noch Kämpfe stattzufinden. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, ich hatte eigentlich vor, ihr eben das zu holen und dann ins nächste Gebiet zu gehen. Und gefühlt über eine Viertelstunde hockt man jetzt hier, weil man noch an eine Sehenswürdigkeit möchte. Jetzt aber... Boah, ist das laut gewesen. Alter Schwede. Das hat jetzt mal ein bisschen gedröhnt. Ach, man kommt nur etappenweise durch. Okay, Dschungelranke, da drüben ist, lebt noch die Dschungelranke. Das heißt, drüben wird sie gar nicht gespielt, oder wie? Und nun? Müssen wir eigentlich rübergehen. Schätze ich mal. Aber gut gemacht. Es war eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Passt auf diese kriechenden Ranken, die da sprießen. Okay, super. So, jetzt schnell durch. Ich hoffe, ich fahre jetzt nicht wieder durch den Boden hier. Bitte nicht nochmal. Aber sieht gut aus. Huiuiui. Da steht auch ein Spieler. Warum sind wir dann bitte vorhin runtergefallen? Naja. Sehr schön. 100% kriegen auch noch Nachrichten. Brisbane Wildnis Kartenabschluss. Wir kriegen ein Schild, wenn ich es richtig sehe. Verteidigung, Klüfenschutz. Wir kriegen Stiefel. Wir kriegen eine Transmutationsladung. Wir kriegen 40 Eisenerz. Ein bisschen Erfahrungspunkte, Münzen etc. Und Schriftstücke kriegen wir einmal die. Was haben wir denn jetzt hier? Nachricht aus der Brisbane-Wildnis. Seid gegrüßt! Wie erscheint, habt ihr nicht nur die ganze Brisbane-Wildnis bereist, sondern unterwegs auch anderen geholfen. Ihr habt Erkundungsgeist bewiesen und vollbringt gern gute Taten. Genau auf diese Qualitäten gründet sich unser Club. Wir möchten eure Leistung mit diesem Geschenk honorieren. Club der Exploratoren Tyrias. Vielen Dank. Eine Einleitung. Euer Herold. Grüße, wir haben uns noch nie getroffen, aber ich verfolge euch, eure Heldentage schon lange, mit großer Aufmerksamkeit. Ich sammle Geschichten über große Wagnis und Heldenmut und euer Name taucht in den Geschichten, die man mir berichtet, immer häufiger auf. Ich habe euren Mentor gesprochen und es fiel der Vorschlag, dass ich mich an euch wende und eure Geschichte zu meiner Sammlung hinzufüge. Euer Mentor war Mitglied einer Abenteuergruppe, die als Klingendes Schicksal bekannt war. Sie waren legendäre Helden, doch vor etwa 5 Jahren trennten sich ihre Wege aus Gründen, die ich noch nicht herausgefunden habe. Keiner von ihnen war gewillt, diese Geschichte mit mir zu teilen. Wenn ihr also herausfinden solltet, was ihre Trennung verursacht hat, wüsste ich eure Hilfe tief zu schätzen. Ich danke euch für eure Mühe und werde mich in der Zukunft wieder an euch wenden. Dann kann ich euch hoffentlich etwas über den Verbleib eures Mentoren und der anderen Mitglieder der Klinge des Schicksals berichten. Damit verbleibe ich gezeichnet euer Herold. So, gucken wir ganz kurz auf die Zeit. Jawohl, wir sind ja schon über 20 Minuten. Die Zeit rennt ja hier, das ist ja der Wahnsinn. So, nächster Plan ist jetzt hier die Wegmarke Vendon zu nehmen. Und, oh, das sah schon wieder so aus, als wenn man gleich wieder durchfällt. Gab schon wieder ein kleiner Schock hier. So, gucken wir mal, wo es jetzt hier durchgeht. Ich würde einfach sagen, wir gehen hier durch das Portal und gucken. Und sind jetzt in den Kessex-Hügeln. Das ist jetzt sozusagen unser nächstes Questgebiet. Wäre neues Event in der Nähe. Schauen wir mal, helft dabei, die Zentauren zu besiegen, ihre Fallen zu entschärfen und den Schaden, den sie mit ihren Angriffen angerichtet haben, wieder zu reparieren. Das ist unser neues Gebiet. Ja, das ist gleich ein Event da unten. Kessex-Hügel ist für Stufe 15 bis 25, das ist doch eigentlich perfekt für uns. Und dann machen wir, ach komm, wir machen die Herzchen-Quest noch. Ich finde, wir haben jetzt sehr lange für dieses, sag schon, für dieses Event bzw. gebraucht dadurch, was kriegen wir das hier weg, die Dornfallen, dass wir unsere Sehenswürdigkeit holen wollten. Wir machen die Dornfallen eben hier noch weg, damit wir die Zentauren ein bisschen, sag ich mal, wie nennt sich das hier, sabotieren. Ich kam jetzt gerade nicht auf den tollen Namen. Und dann mit dieser Herzchen-Quest werden wir dann einfach diesen Part beenden. Das sind sogar nur Dornfallen.
Vielleicht kann ich mal einfach ein bisschen Zentren gehen und noch ein paar Zentauren besiegen, die ein bisschen Abwechslung haben. Sind die hier drinnen? Ne, da oben drin oder was? Das sind doch keine. Das sind keine Zentauren oder laufen. Doch, das ist eingenommen, oder? Nicht explodierter Schuss. Naja, komm, wir probieren es mal. Ach, da hinten. Wow. Danke. Ja, das ist sehr nice. Ich glaube, das mache ich nicht nochmal. Der arme. Der kleine Kerl wird hier irgendwie durch die Luft geschleudert. Aber ich hätte gerne ein paar Zentauren getötet. Sind die hier nicht irgendwo? Was haben wir denn hier noch? Toxischer Sprössling. Zählt das auch für die Quest? Sammeln? Nein, das zählt nicht für die Quest. Okay. Haben wir denn hier keine Zentauren? Was ist denn hier los? Ein kleines Häschen haben wir auch da gesehen. Na gut, dann nehmen wir halt die Dornfallen. Sei es drum. Beziehungsweise wir gucken gleich mal um diesen Außenposten. Vielleicht patrouillieren die auch da einfach. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, die man so ins Auge fassen kann. Da hinten noch ein Bärchen. Na gut, dann machen wir halt hier so lange, wenn wir das sehen und mit dran vorbeigehen, einfach die Dornfallen mit. Ist ja kein Problem. Sind wir ja flexibel. Wer weiß, wo die sich verstecken. Ihre Fallen zu zerstören und den Schaden, den sie mit den Angriffen angerichtet haben, wieder zu reparieren. Sind die vielleicht in den Dörfern hier auch irgendwo? Nein, 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 geh weg. Ich hab, hier. Hallo, hallo. Nimm dies. Ja, natürlich habe ich ja keinen Begleiter, da ich hier in ein neues Gebiet gegangen bin. Auch Bärchen, das muss ja jetzt nicht sein. Dich brauchen wir vielleicht später, aber eigentlich hatte ich jetzt vor, dich in Ruhe zu lassen. Und rufen halt immer die Begleiter hier. Genau. Was hast du jetzt davon? Dann greifst du mich auch an, du. So, komme ich jetzt hier rüber gesprungen? Wahrscheinlich. Hallo? Kann ich aufmounten? Danke. Rüberspringen? Ist hier drin irgendwas zum Reparieren? Ah, wir sind Sehenswürdigkeiten. Jawohl. Das haben wir schon mal. Nee, das ist ja keine Sehenswürdigkeit. Ich weiß nicht, was wir hier reparieren sollen. Da haben wir noch einen Zentauren. Nehmen wir ihn halt. Bis Abwechslung ein paar Fallen kaputt gemacht. Unsere Kräfte verbinden sich. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte die geben. Ist das ein Unterschied, merklicher? Naja. Geht so. Aber was soll ich denn hier reparieren? Habe ich jetzt nichts gesehen auf den ersten Blick. Schub mir ruhig weg. Wir haben auch Gefühle. Ein bisschen mehr tanken könnten meine Begleiter. Schönes Regenwetter, jawohl. So. Ja, so auf den letzten Schlag muss man nochmal hier den armen Kleinen umschuppen. So, wir machen noch ein paar Fallen, Patronenfallen. Damit ich nicht so sehr überziehe hier. Die Bärchen versuche ich jetzt einfach mal in Ruhe zu lassen. Komm, ich will da nichts tun. Wahrscheinlich finde ich keine Fallen mehr. Kann sein, dass ich dann weiter nach oben da in dieses kleine Städtchen muss. Aber ich dachte, dass es da vielleicht irgendwas zu reparieren gibt. Aber hier brennt ja auch alles. Ich dachte, vielleicht findet man hier auch einen Brunnen Wasser, dass man irgendwas löschen kann. Gucken wir mal. Hier haben wir einen Wegpunkt. Sehr schön. Aber hier ist nichts, wo ich jetzt sagen kann... Warte mal, wir können ja vielleicht mit ihm reden. Hat er irgendwas hier? Diese verfluchten Zentauren werden niemals klein beigeben. Werden wir jemals erfahren, was Frieden ist? Was kann ich tun, um zu helfen? Ihr könnt einige Zentauren töten, ihr Fallen entschärfen und die nicht explodierten Sprenggeschosse aus den Belagerungswaffen beseitigen. Ihr könnt uns dabei auch beim Wiederaufbau der Stadt behilflich sein. Ja, würde ich ganz gerne, aber was soll ich denn hier machen? Hier brennt hier alles. Und irgendwie kann ich hier nur diese schönen explodierten oder nicht explodierten Schüsse versuchen zu entschärfen. Naja. Dann ist es halt so. Kann ich auch nicht ändern. Kommen wir hier nochmal den nicht explodierenden Schuss hier. Da drüben ist was. Könnt ihr vielleicht mitmachen? Alle hopp. Was ist denn das hier? Gruppenevent? Wow.
Ja gut, dann machen wir das halt mit. Oder ich glaube, das dauert ein bisschen länger, weil der ist vom anderen Kaliber. Ich hoffe nicht, dass ich hier drauf gehen werde. Weil wenn der mal um sie schlägt, dann ist sie richtig Achterbahn. Da hält einiges aus. Das war die falsche Taste. Bisschen wieder auf Abstand gehen. Oh, das wollte ich nicht. Oder hat er uns ja rangesucht, rangezogen, rangesucht. Hat er uns rangesucht? Jetzt hau doch ab hier mit deinem blöden Bubbel. Ach, der stupst uns weg, oder was? Nee. Oh, nein. Ich hasse diese... Ja, genau, danke. Puh. Ja, genau. Kein Problem, tat gar nicht weh. Ich darf vielleicht einfach nicht da reinlaufen. Wäre das vielleicht eine Maßnahme? Man weiß es nicht. Wir versuchen uns mal ein bisschen das Leben wieder aufzufüllen hier. Ah, das ist natürlich auch ein Veteran. Wow. Nee. Lass uns doch mit dieser schönen Bubble in Ruhe. Ja, zum Schluss geben wir uns ja nochmal ordentlich hier. Müssen wir natürlich jetzt hier gleich nochmal so ein schönes Event mitmachen, wo wir nochmal drauf gehen. Hätte ich es mal lieber sein lassen. Aber ich dachte mir, was soll der Geiz? Wir fahren einfach mal auf dem Dach hier rum. Das Panorama ignorieren wir jetzt einfach mal. Los. 38% haben wir bald. Achso, ich soll vielleicht mal Begleiter rufen. So. Ja. Aber wir sind auch gestorben, kleiner Freund. Hat uns ganz schön wehgetan. Ich würde ja gerne jetzt versuchen, den Spieler mit aufzuheben, aber ich lasse das mal lieber, weil ich habe ja gesehen, wenn man da einmal unten in dem Sog drin ist, es ist sehr schwer, da wieder rauszukommen. Noch 25%. Total fokussiert hier. So, komm. Ich muss sagen, das zeigt die Segnen hier. Da gibt es heute mal eine Folge in Überlänge. Ich hoffe, das sieht man mir nach, aber die wollte ich jetzt gerne mitnehmen. Weil dann solche Events gerade mit diesen, sag ich mal, die Gruppen-Events mit solchen Bossen, spielt man eigentlich sehr gerne oder nimmt das gerne mit. Da hätte ich jetzt ungern gesagt, okay, ich lock es aus, bis zum nächsten Mal. Deswegen nehmen wir das hier kurz noch mit. Und dann möchte ich ganz gerne die Herzchen-Quest noch fertig machen. Wow, er ist geresettet. Oder was? Oder hat er jetzt gerade sein... Ah ne, er hat glaube ich ein Schild gehabt, oder? Ach, puh, Schwein gehabt. Okay, gab ordentlich Belohnung. Können wir gleich mal durchgucken, wenn wir hier mal auf Seite gehen. So, fast die Taschen voll. Ein Bogen, eine Geldbörse. Ja gut, das ist jetzt ordentlich Belohnung. Also für unsere Stufe jetzt nicht so Besonderes, aber war doch mal schön, auch mal so ein Event mitzumachen. Zum Glück rübergekommen. Ich dachte schon, wenn ich da jetzt hängen bleibe. Ich hätte gern noch ein paar Fallen zum Deaktivieren oder ein paar Zentauren. Das wäre nicht schlecht. Damit wir da jetzt einen Haken hintermachen können. Ich meine, wir sind ja fast fertig. Aber irgendwie ist hier nichts. Silbererz. Ich dachte halt, dass man eventuell in dem Lager hier drinnen irgendwas reparieren kann. Aber das sieht eigentlich auch recht intakt aus. Kann man auch nichts machen. Kritisch guck. So. Ach, da haben wir noch zwei. Komm. Wir werden wahrscheinlich die Bärchen gleich hier mit Aggro machen. Oder jetzt ein bisschen Stress machen. Ach gut, dass wir jetzt aus dem Bereich raus draußen sind. Das ist ja mal schön. Man hat jetzt gerade gar nicht gezählt. Das ist ja ärgerlich. Und Bärchen piekst von hinten. Muss das sein? Haben wir nichts getan. Ist natürlich doof, wenn ich jetzt einen Schritt weiter nach vorne gehe, dann ist man aus dem Bereich raus, aber da haben wir noch einen. Ja, ich brauche bestimmt noch 2, 3, 4 vielleicht, Tantauren. Gucken wir mal. Ja, ich will nicht zu weit eigentlich. Ja, geht noch, okay.
ist unser Zauber, euch zu schwächen. So, einmal hier runter. So. Elegant hat er das gemeistert. Das kann er wie ein Großer. Hat er drauf. Wundert mich nur, dass die Fallen nicht nachsporen. Wir haben jetzt einfach nochmal einen Kreis gelaufen, hätten nochmal kurz ein paar Fallen entschärft und gut ist. Naja, die Zentauren sind wieder da, die Fallen sind, bleiben aber verschwunden. Dann ist das so. Aber ich glaube, einen werden wir noch brauchen. Hier regnet es ordentlich. Immer noch einer, das wäre euer Ernst. Ich hoffe, der ist jetzt auch noch im Bereich drinne. Nee, ist er nicht. Dann müssen wir irgendwie jetzt reinkiten. So, noch ein Stück zurück, ein Stück zurück, ein Stück zurück. 71%, komm schon. Ja, jetzt muss er aber zählen. Bitte, bitte, bitte. Nicht jetzt nicht abhauen oder so. So. Und das war's. Ja, genau. Der muss natürlich noch mitkommen. Jetzt auch nochmal aufs Video, ne? Ins Video, aufs Video. Muss nochmal zeigen, was er kann. Den armen kleinen Asura nochmal umstupsen hier. So, wir stellen uns jetzt einmal hier kurz ein bisschen in die Ecke. Wow, fast 36 Minuten diesmal das Video. Ist, glaube ich, das längste Video momentan von Guild Wars auch so machen. Man möchte ja ungern einfach einen Cut machen. Aufruhr in Fort Salma. Danke für euren Einsatz bei der Verteidigung unseres Forts. Fort Salma ist unser stärkster Stützpunkt im Norden und für die Stadtbewohner wie ein Leuchtfeuer. Wäre das vorgefallen, nicht auszudenken, wie sehr das alle entmutigt hätte. Wenn ihr unsere Kriegsanstrengungen weiter unterstützen möchtet, bitte ich euch, eure Reise nach Süden fortzusetzen. Der Oberherr Großlager ist die wichtigste Bastion der Zentauren. Unser Versuch... Ich höre schon Geräusche. Unser Versuch, es zu zerstören, war bisher wenig erfolgreich, aber mit eurer Hilfe könnten wir etwas weiterkommen. Okay, dann bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche einen schönen Tag, morgen Abend, je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und sage bis zum nächsten Mal. Haut da rein.